Der Titel ist Romatra ist so dumm. Der arme Mann, Junge. Seven vs. Wild wird für Romatra keine Challenge wegen dem Outdoor. Es wird einfach eine Challenge wegen Max. Das ist jetzt quasi checkst, das ist unser Ding. Weißt du, wie ich meine? Und jetzt legen wir hier gleich einen Stamm drauf, machen vorne einen A-Frame. Das sollte passen. Aua! Warum hast du das gemacht? Ich habe mit dem Kopf dagegen gestoßen. Oh mein Gott. Romatra macht den Niklas an Tag 1. Baum auf Kopf, nach Hause. Aber bei Kevin und Reese läuft der Shelterbau auch nicht viel besser. Hat er ihn getroffen? Ich würde jetzt gerne in diesem Stadium ankommen, wo wir an unserem Feuer sitzen, unserem Shelter. Unser Shelter ist ein Haufen Scheiße. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Fan-Eskalation bei Knossi Spendenlauf. Euer Lauf beginnt! 3, 2, 1! Hat er dem am Arsch gehauen? Frech! Wir haben auch einen Spendenlink im Chat. Ja, natürlich. Sofort. Ist ja ekelhaft. Wie schwer und falsch. Ekelhaft. Fick deine Mutter, du Wurmsohn. Was war das? Alter, schmeiß zurück. Die Menschenmenge kommt. Knossi ist wieder da. Ich hab so Angst vor der Gamescom dieses Jahr, Jungs. Oh mein Gott, das wird so Horror. Knossi, du bist der Beste. So ein Feini, Digga. Alter, okay, das ist... High five. Ja! Alter, Vater, leck mir am Arsch. Einen großen Applaus für Knossi! Was ist denn hier los? Knossi. Scheiße, komm, Thomas, komm! Die zwei Securities. In den ultimativen Marsch in Richtung Apokalypse. Okay, hier hinten darf keiner rein. Wir gehen rein. Und wir bleiben drin. Warte mal, ihr könnt nicht mit aufs Spielfeld. Wie ist für euch? Katastrophe. Ich brauche jetzt 5 Freiwillige. Den wir eine Schaufel in den Arsch schieben. Ja. Was machst du hier? Warte, auf den hast du gezeigt. Nee, hab ich nicht. Oh mein Gott. Bester Mann, Klaus, ich liebe sie. Ich liebe Fiete. Hey, Fiete, du hast eine Fake-Unterschrift von mir auf dein T-Shirt gemacht? Ja. Warum hast du das gemacht? Autogramm. Komm, ein Autogramm. Wenn wir sagen, keiner. Wie soll ich? Guck mal, guck in die Augen. Wie heißt du? Adam. Adam heißt er auch noch. Mein Sidekick. Ich hab so lange gebraucht. Was für eine Ehre. Das ist für endlich mein Papa. Hassan der Coole hat in meinen Kommentarbereich geschrieben, du seist mein Vater. I am your father. Endlich kann ich dich treffen. Okay. Das war einer der unangenehmeren Fanerfahrungen. Aber mit unangenehmen Fanerfahrungen kennt sich auch der... Wenn Leute einfach nur so dastehen und einen so filmen, Digga, was ist der Plan davon? Ich hab Monte getroffen, ich hab ihn gefilmt. Ich hab mein Handy in sein Gesicht gehalten, oh mein Gott, ich hab ihn gefilmt. Neben Fanerfahrungen kennt sich auch der Rentner bestens aus. Echt gepissen. Hast du Ton auf? Nö, soll man auch den Strahl hören, mir auch egal. Du wolltest eigentlich ein Foto haben, ne? Wenn du jetzt Monte folgst, dann folgst du ihm beim Pissen. Ich wohne gerade eher extra oh, für die ja, oh, das ist das Beste. Wasser lassen, wenn man gleichzeitig noch am Forzen ist. Oh. Alter, wie schnell ist denn der? Mann, jetzt krieg ich aber noch Blähung, ey, was ist denn los? Ich höre gerade, der Ton von Monte beim Pinkeln war toll. Können wir auch Foto machen? Ja. Wir kennen uns aus Blackouts. Du hast mir eine Freundschaftsanfrage mal geschickt. Digi, Blackout ist 10 Jahre alt, keine Ahnung. Ich habe immer sei gegrüßt gesagt. Hallo, das... Weißt du noch? Nee, weiß ich nicht mehr, Digi. Ich schwöre, ey, alle Streamer haben einen Erbsenbrei-Gehirn. Manche Leute erwarten dann so, ey, ich hab mal damals vor 4 Jahren in deinen Chat geschrieben, dann hast du da über den Witz gelacht und deswegen, du weißt, wer ich bin, oder? Ach, du kennst mich. Nee. Das machen wir einfach hin. Da unten sind die Mopeds immer. Im Sommer ist wieder schauen und rein. Genau, bevor die erreichen, setze ich hin. Zwischen den Motorrädern längst gegangen. Vorwärts noch im Hals. War eine geheimnisvolle Krankheit. AIDS. Wo kommst du jetzt genau her, Digga? Hier habe ich auch mal ein Ankündigungsvideo für Livestream gemacht. Das müsste bei mir auf der Facebook-Seite sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Moin. Oh mein Gott, wie er aussah. Oh, funny. Herzlich willkommen. Bitte irgendwo sie immer an die Facebook-Spitze.
Moin, meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Ganz speziellen Gruß an meine Facebook-Freunde. Moin, meine aktiven Freunde. Ich bin Batman. Und speziellen Gruß an die Facebook-Freunde, ihr wisst Bescheid. Er hatte so einen leichten Moneyboy-Touch zu der Zeit. Ein speziellen Gruß wie immer an die Facebook-Spritzer. Ich habe so eine Selfie-Stange, ein Stativ für die Kamera. Aber wieso hatte Monte, als er 14 aussah, schon eine Stimme, wie als hätte er schon 30 Jahre geraucht? Gib dir gleich mal ein Stick. So, meine aktiven 5 gegen Willi, Freunde. Um 20 Uhr pimmel ich einen Livestream raus. Wer vorbei pimmeln will, pimmelt vorbei. Wenn nicht vorbei pimmelt, kriegt eine Pimmelschelle. Das waren jetzt viele Pimmel. Auf einmal rausgepimmelt. Ich bin ganz schön pimmelig. Warum ihr nachher vorbeischauen solltet, dass ich vorbeischaut, vorbei pimmeln. Vorbeischauen ist Pflicht. Wenn ich vorbeipimmel, kriegt ihr sofort spontan ab. Pimmel beim Stream vorbei. Möwi Monte Prime. Gibt's Kochschelle. Hey, wisst ihr schon das Neueste? Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Commander Krieger. Und zwar gibt es jetzt bei AirUp die neue Steel Bottle mit Color Update. Wow. Schmeck. Ehre, Leute. Aber das war's noch nicht. Zusätzlich wurde auch noch der Aromapod Virgin Mojito gelauncht. Das passt doch. Und mit dieser geilen Kombi aus der neuen Steel Bottle und dem Virgin Mojito Pod kann einem geilen Sommer nichts mehr im Weg stehen. Ich freue mich auch so auf dieses Traden-Stream-Woche. Leute, ihr könnt, also Chat, wir können hier nicht fassen, was hier abgeht. 7 Tage Stream, potenzielle 10 Tage Stream, dann nur 4 Tage Pause und dann kriegt ihr 5 Tage Toni hoch 2, Toni und Nova Schweden-Reise-Content. Also das, und wir sehen da Dinos, also Elche. Aber es ist fast dasselbe. Köstlich, aber auch köstlich. Köstlich, schmöchtlich. Mit nur wenigen Klicks kannst du auf erab.com deinen Virgin Mojito bis vor die Haustür liefern lassen. Baba. Lieferung ist da, Blend. Klickt jetzt auf den Link in der Videobeschreibung, wow, und vergesst bei eurer Bestellung meinen Rabattcode nicht. Bruder, dieser Rabattcode, ich verstehe das nicht. Ich hatte auch schon mal so einen Rabattcode. Gib mal jetzt lustiger Hugo 2.0 ein, ohne dich zu verschreiben. Das ist immer so eine Scheiße mit den Rabattcodes. Mach doch einfach Hugo. Okay, der Rabattcode diesmal ganz simpel. Einfach hungriger Hugo eingeben für 10% Rabatt. Hat sie gerade Datum gedroppt? Ja, ich kann euch Datum auch geben. Also warte mal. Am Freitag geht's, glaube ich, los, der 11. Und dann ist Daily Stream hier und hier, glaube ich. Ich glaube, so war das. Da ist ein Nova-Stream mit Nova zusammen zu zweit in Schweden. Da fahren wir mit dem Auto hin, nehmen euch mit, sind dann 4 Tage in Schweden. Wird Baba. Seven vs. Wild Vorbereitung läuft auf Hochtouren. Mit Auto. Drecksau. Seit 5 Tagen gehe ich 25 Mal am Tag Wasser scheißen. Richtig heftige Magenkrämpfe. Ganz schlimm. Ich werde sehr oft hinter der Kamera verschwinden und hier irgendwo in den Wald spritzen hinter einem Baum. Rolle der Climax hier. Sass. Sieht sehr übelig aus, was du da machst. Durchbrechen wäre cool. Nee, niemals. Wow. Sogar Sachen, da bist du King drin. Aber das kostet so viel Kraft, ist wahrscheinlich gar nicht worth. Wow. Ich bin Level 10. Buchen sollst du suchen. Und ist das die Qualität von denen? Ja, das ist die Qualität von denen. Chat, kann man nichts machen. Alten sollst du weichen. Niemals soll die Schnauze halten. Oh. Was für eine Leiter? Oh, wie was für eine Leiter? Das ist eine Leiter halt. Soll ich dir sagen, was für ein Modell das ist oder was? Nebenan ist eine Grundschule und die waren besorgt, warum hier Männer im Wald sind. Und die Kinder haben das deren Eltern erzählt und die Eltern rufen jetzt hier an und machen Stress. Ja, aber dass da 2 Männer gerade im Wald sind neben der Grundschule, kommt auch einfach komisch. Da kann man auch einmal nichts sagen. Also ich verstehe die Sorge. Das ist tolles, ne? Ich sehe gar nicht, wie so Waldbrände. Da sind 2 Männer mit Kamera im Wald. Das kommt auch einfach nicht gut. Ich sehe gar nicht, wie so Waldbrände so gehatet werden. Oh, Madra. Herr Taxifahrer, der Mann im roten T-Shirt wollte dich mit mehreren 11-jährigen Mädchen treffen. Wenn man im roten T-Shirt ein 10-jähriges Mädchen ist, ist das doch prima. Was hat er gesagt? Was? Herr Taxifahrer, der Mann im roten T-Shirt wollte dich mit mehreren 11-jährigen Mädchen treffen. Wenn man im roten T-Shirt ein 10-jähriges Mädchen ist, ist das doch prima. Oh, shit. Das ist so ein Rapper. Ich bin raus. Du hast doch immer noch so Probleme mit Durchfall.
Ich habe seit 30 Jahren Durchfall. Alter, das ist bei Knossi auch wirklich gar nicht normal. No joke. Was auch immer bei dem Mann los ist, dass er seit 30 Jahren Durchfall hat, ey. Ich bin so verfallen. Heute haben wir uns auf den Girl auf den Traum gesetzt. Ich hab ja OnlyFans. Ey, was? Bei dem Losen war der Hauptevent ein Monat der OnlyFans. Und das habe ich dann einfach gewonnen. Digga. Was Ende denn da? Die Hasen getötet. Bro, das kannst du nicht zurückzeigen. Warst du Fahrenrunde oder so? Ja? Kevin hat auch jeden Tag am Morgen Durchfall. Wieso ist es so ein Ding, dass sich Streamer kollektiv einfach nicht um deren Gesundheit kümmern? Streamer sind so, yo, ich habe Durchfall seit 30 Jahren, aber so ist es halt. Hey, wir machen TikTok. Wer ist die Frage heute? Hast du eine Freundin? Ja. Okay, ja, das war die Frage. Okay, dann will ich. Ja. Willst du TikTok sein? Ja, auf jeden Fall. Okay. Egal welche Frage, ich bin immer dabei. Okay, ja. Aber das war's schon. Okay. Ciao. Hä? Ich bin jetzt verwirrt. Ich verstehe jetzt nicht so ganz. Was denn? Wurde ich schon aufgenommen? Wie heißt du eigentlich auf TikTok? Boah, den Namen weiß ich gar nicht auswendig. XXLRotzi007. Aber wir müssen jetzt gehen. Ciao. Gibt mir selber Vibes, wie als ich mit Nick die ganze Zeit gesagt hat, dass ich auf YouTube heißen würde Jumanji. Ich finde dich nicht, wie heißt du? Jumanji. Ja, Leute, Nick macht gerade Streampause seit 1,5 Monaten, aber Nick ist dabei, weil der Dümmste fliegt. Und wir gönnen dem Mann auch seine Streampause, der jeder braucht manchmal ein bisschen Zeit, um sich weiterzuentwickeln. Aber dem Mann geht's gut, dem geht's sehr gut momentan, der erholt sich, das ist wichtig, dass er das mal macht. War ein lustiges Video auch, I like.